Gut, oh, war die Aufkleidung. Ich war auch auf die Katzen drin. Die Katzen auch sagen, ja. Die Beschreibung wäre auf jeden Fall Katze. 100%. Definitiv Katze. Ich habe mir so sicher, aber fliegt. Scheiße. Die also. Also erstmal einen, weil du gelöst hast. Das ist schon mal nett. Katzen. Die Ente zugehalten. Hattest du irgendein Jahr? Ich hatte ein Jahr. Also um was Sinnvolles gefragt, aber ich glaube nicht, oder? Hat nicht so ganz funktioniert, ne? Nein. Ja, von dir kam natürlich definitiv was sehr Hilfreiches, auch wenn es ist. Fliegen kann. Ja, zum Beispiel. Was hattest du denn? Ich bin noch nicht mal angekommen. Und dafür würde ich ja gar nichts sagen. Das ist noch ein, ich würde aber mal schauen, wie viele. Muss ich alle verteilen? Ja, ja, ich würde aber trotzdem mal schauen, wer wie viele schon hat. Ja. Ich würde sagen, wir machen drei ganze Runden, weil am Ende der gewonnen hat, die meisten Chips hat. Ich verliere. Ja, dann sage ich immer, nee. Keiner, ich kann nicht verfallen. Ja, keiner geht nicht, du musst sie verteilen. Nee, hast du eben gesagt, kann ich verfallen lassen. Was? Was? Nein. Natürlich. Nein. Ja, gebe ich immer einem allen einen. Ja, wieso? So, okay. Kannst du doch machen. Ja. Und dem einen möchtest du trotzdem zwei geben. Aber dann brauchen wir ja gar nicht raten. Ja. Wieso? Wenn ich, wir machen jetzt. Ja, aber wofür raten wir denn dann? Dann brauche ich ja überhaupt nicht mitraten, dann kann ich mir denken, oh, vielleicht gibt er mir dann ja trotzdem was. Das macht da keinen Spaß. Ich lese das nochmal vor. Zweifel kann man ja auch sagen, dass der, dass es so sein muss, dass der gelöst hat, immer mehr Chips bekommen muss als die anderen. Du kannst zum Beispiel einem Spieler drei Chips und einem zwei und zwei Spielern je ein Chip geben. Oder alle fünf einem einzigen Spieler. Du bist der Gebieter. Ja, aber das ist doch Spaß, wenn man so spielt. Ja, hat ja keiner so gespielt bis jetzt, außer Vita. Nein. Also von da. Ja, vielleicht. Nee, bis jetzt hat doch wieder mal zu korrekt. Wieso, was ist, wenn du jeden immer eingibst und er hat schon 22 und ich habe einen? Ist es doch dumm, ihm weiter Chips zu geben. Ja, aber wofür soll er denn überhaupt noch mitraten? Genau, dann sagt er, ich führe, ich bin raus. Ich brauche nicht mehr mal, bis ihr auf meinem Stand seid und dann mache ich weiter. Das finde ich auch. Also man soll ja gewinnen, weil man gut ist und nicht, weil der andere willkürlich die Sache hat. Man kann ja sagen, dass man vielleicht dann von diesen fünf, die man verteilt, dass derjenige, der gelöst hat zum Beispiel, zwei bekommen muss. Also mehr bekommen muss als der andere. Der die finale Lösung gegeben hat, muss zwei kriegen, aber du kannst dann dem anderen Spieler noch drei geben. Auf jeden Fall musst du verteilen erstmal. Ja, also kriegst du noch einen, weil du gelöst hast. Ganz einfach. Der vierte, glaube ich, den du jetzt bekommen hast. Der dritte. Ja, weil du warst nicht mal in der Nähe, deswegen kriegt Chigo noch einen. Ich war ja noch nicht mal dran. Wegen Katze. Wir machen drei Katze. Ganze Runden. Ja, das ist das Ding, du warst noch nicht mal dran, kriegst auch keinen Chip. Das ist jetzt die zweite. Ja, bis Chigo. It's me. Komm, zeichnen will ich. Ich will mal irgendwas machen. Meine Fresse. Ich darf heute auch gar nichts machen, ne? Kommst drei. Wenn wir weiter so drehen, hätten wir auch das ganz klassische Black Stories ohne Brettspiel, ohne das Drehrad spielen können. Normale. Ich erzähle euch mal eine Geschichte, Leute. Ich erzähle euch die Geschichte. Ich habe eben direkt gelöst bekommen. Eine märchenhafte Liebe. Weil das kleine Mädchen so sehr ihr Märchenbuch liebt, muss der Krankenwagen gerufen werden. Warum? Und um welches Märchen handelt es sich? Den ersten Teil kann ich lösen, den zweiten noch nicht. Warte. Okay. Hat sie versucht, etwas aus dem, etwas, was mit dem Märchen zu tun hat, nachzuspielen, nachzumachen oder zu versuchen und ist dadurch im Krankenwagen gelandet? Ja. Okay. Jetzt ist die Frage, welches Märchen ist jetzt die entscheidende Frage? Da wissen wir auch, was sie gemacht hat. Ist es ein bekanntes Märchen der Gebrüder Grimm? Oh Gott! Warte, ja, so einen kleinen Moment. Lass mich mal nachdenken. Aber selbst wenn, dann bricht mir ich glaube, nicht. Ja. Du glaubst, ja. Welches ist eigentlich nicht von denen? Ja, nein. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wir kennen sonst noch. So, jetzt haben wir es eingegrenzt auf 500. Ja, jetzt wird's leicht. Jetzt ist es easy. Jetzt hat er es eigentlich. Toll. Tu nicht so, jetzt dass es nicht weiß. Es ist. Gibt ja nur eins. Ja. Hat das. Warte mal. Ich hatte lustige Lösung. Ist das Mädchen irgendwo runtergesprungen? Nein.
Was ist das für ein Märchen? Das war Game of Thrones, Mann. Ja, ein Röschen und sie ist einfach selbst aus dem Turm gegangen. Ich hatte mir meine eigenen Haare fest. Das war Rapunzel. Das war Rapunzel. Ich darf sagen, das war nicht schon was. Rapunzel ist auch eingeschlossen. Eingeschlafen, nicht eingeschlafen. Das wäre ja. Irgendwas versucht nachzumachen aus dem Märchen. Ja, ich habe auch eine. Hat sie einen Apfel Vorstellung gegessen? Davon. Nein. Okay. Hat sie sich an etwas gestochen? Nein. Hm? Ja. Das ist sinnlos. Weiter, nächste Karte. Ist sie in den Brunnen gehüpft? Nein. Hat sie sich selbst irgendwo eingeschlossen? Nein. Hat sie was mit einem Tier zu tun? Ja. Hat sie einen Frosch irgendwie. Geleckt. Geleckt oder war irgendein Frosch, das war gerade in meinem Kopf so. Ja. Und dadurch hat sie dann, weiß ich nicht, das war so ein Pfeilgift oder keine Ahnung, wie diese Frösche heißen. Und dann musste sie ins Krankenhaus, weil sie... Das ist korrekt. Ja, ich hätte das Märchen müssen wissen, oder? Der Froschkönig. Ich hätte das. Das kleine Mädchen liebt das Märchen vom Froschkönig so sehr, bei dem sie sich der Frosch in einen kurzen Prinzen verwandelt. Als das Mädchen einer Tierhandlung besonders bunte Frösche holt sie sich aus dem Käfig und küsst sie. Leider handelt es sich um hochgiftige Pfeilgift. Oh, sie ist sogar die Spezies richtig eingegrenzt. Eingegrenzt. Sehr gut. Drei für mich. Der erste Teil wäre so einfach, ne? Der ist nachgemacht, oder was im Märchen du steht. Du hast hier Gebrüder Grimm, ist schon krass. Was hast du gefragt? Ja, ja, beide. Homies. Ja, beide. Oh Gott. Lass meinen Haufen Ruhe. Ja, der hat ja alles gepokert, ey. Ja. Ey, ich hab auch. Das war die zweite Runde. Gelöst, ne? Ja. Du hast nur das Pokern, hast du so viel. Das war die zweite. Nee. Ja, jetzt noch eine ganze Runde. Also alle noch einmal. Dann geh mal rüber. Das war mal. Ich fand das. Die sind zwar alle. Scheiße. Die sind alle filmbasiert bis jetzt gewesen. Ja. Mhm. Das muss mindestens einmal. Ja, danke. Das Buch der Gebrüder Grimm, das ist nicht filmgemäß. Das ist ein Buch. Nein, hier steht ein Film, Film drauf. Ja. Da steht auch Film drauf. Oh. Gibt es auch Film von. Ja. Ja, aber original ist übrigens früher. In dem Buch wird der Frosch nicht geküsst, deswegen im Buch warte. Nee, stattdessen wird er von der Königstochter an die Wand geschmissen. Das stimmt. Das ist original. Stimmt. Richtig. Was denn das für ein Kack? Im Film war das nur nicht so cool. Das war nicht erlaubt. Die Tierquälerei und so. Das ist wieder das normale. Classic. Ja. Classic. Deswegen das hier. So, die letzte Zigarette. Der Killer hat sich mit Mantel und Maske verkleidet. Sein Opfer schreit fürchterlich, als er mit dem Messer zusticht. Nach der Bluttat zündet sich der Killer eine Zigarette an. Sie sollte seine letzte sein. Warum, Vito? Ich versuche mal auf den Film direkt zu kommen. Ja, genau daran denken wir können. Die Zigarette ist vergiftet. Nein. Hat es Bumm gemacht? Nein. Es hat nicht Bumm gemacht, aber das, ja. Ich dachte jetzt an der Tankstelle. Ja, habe ich ja gedacht. Ja, Tankstellen irgendwie in der Wahl. Das sollte seine letzte. Ich dachte an den Film, wo der die beiden Zio und Kali Zigaretten hat und er nimmt dann die falsche, nachdem er sie umgebracht hat. Kann ich mal kurz den Text nochmal hören, sehen? Von mir ist das Sehen auch recht. Der Killer hat sich mit Mantel und Maske verkleidet. Sein Opfer schreit fürchterlich, als er mit dem Messer zusticht. Nach der Bluttat zündet sich der Killer eine Zigarette an. Sie sollte seine letzte sein. Ist der Killer verbrannt? Teilweise ja. Teilweise? Hm. Dort, wo auch immer der Mörder das Opfer umgebracht hat, strömte Gas aus. Und nein. Ich möchte lösen. Dann mach doch. Der Killer hat sich seine Maske und seinen Mantel mit angesteckt. Und daraufhin hat er teilweise Verbrennungen erlitten, die aber so schwer waren, dass er halt noch umgekommen ist. Ja, ich würde sagen, das reicht. Die Maske ist ein billiger Scherzartikel aus China. Oh. Diese Plastikzeug ist einfach unberechenbar, denn als der Killer die Zigarette anzündet, fängt die Maske aus leicht entzündetem Plastik Feuer und der Killer stirbt. Woher ist das? Angeregt durch eine Szene des Films und jetzt kommst, schrei, wenn du weißt, was ich letzten Freitag den 13. getan habe. Oh mein Gott. Also bei dem Untertitel weiß man wahrscheinlich. Ja, der Film ist auch wirklich gut. Was ist das? Klar, eine Parodie auf diese ganzen Filme. Zum Verteilen. Achso, wer hat das Rätsel gestellt? Er hat gemacht, ich habe gelöst. Ja. Und du hast gelöst. Ja. Bei dem ist er gar nicht. Also ich finde, ne, verbrannt war schon ein guter Tipp.
kriegst du drei und dann kriegt jeder einen, weil ihr immer einen dran wart. Fürs dabei sein. Dabei ist alles, wisst ihr doch. Außerdem habe ich die Haare schön. Mit Funk. Oh. No. Kartentricks. Poker. Erstmal mischen. Vier am langweiligsten. Nee, nicht schlecht, jetzt kann ich nochmal Pops. Die Karten nochmal neu gemischt. Aber ich stehe eigentlich gut da. Du stehst gut da. Obwohl eigentlich. Sind das alle Schiebe, die du da hast? Ja. Wir haben alle also irgendwie ungefähr gleich, außer ihm da hinten. Ja, wir sind alle fast gleich. Ich verliere gerade. Obwohl ich auch. So, das heißt, Vita fängt jetzt an oder Schiebe? Wer war dran? Wird gedreht. Ja. Vita fängt an. Okay. Ja, das ist einer. Oh Gott, Leute. Oh, yeah. Noch ein Bierkarte. Ja, wenn jetzt der Knoblauch kommt. Ist der Knoblauch. Noch ein Vampir. Ich bin dabei. Noch ein Vampir. Was ist denn hier los? Ich guck mir das nur an. Ich beruhe mich auf meinen Lorbeeren aus erstmal. Komm, Grants, Benson. Grants, du Pfeife, das kriegst ihn doch nicht mehr. Du musst mal mitspielen. Ja. Warum eigentlich nicht, ne? Noch ein Vampir, Alter. Wieder. Der Wolf? Mit 9 ist echt. Steigt er aus, Leute. Ne, er steigt er nicht. Oh, jetzt Overkill! Oh, da ist er raus. Da sind 2 Coins zu holen. Oh. Ja, wenn eine Verteilung hier mit Captain Willkür ist, dann können 10 wir noch. Haben wir auch. Oh, aber alles. Ja, gut, bei 2 kann ich ja nicht viel falsch machen. Aha. Jetzt wird es aber bei euch interessant. Da ist noch Knobi drin. Bis 14 Knobi geht's, ne? Knobi. Bis 13. Ach, bis 13, okay. Kann ich nur bei einer falsch liegen eigentlich. Oh. Ich will ihn ja haben, das bringt mir sonst ja nichts. Oh, 14. Oh. Oh. Ja, ohne was gemacht zu haben. Hat der Grants gewonnen. Oha, jetzt kommst du aber dicht dran, wa? Mhm. So kann das Blatt wenden, meine Freunde. Ihr mischt, ich dreh schon mal, ne? Komm schon mal ordentlich. So wendet sich das Blatt gespannt jetzt hier. Na, endlich. Story. Jetzt gucken wir mal. Ich darf auch mal eine Story ziehen. Okay. Eine Story? Grants aufgeholt haben. Gefahrenpool. Aufgeholt habe ich ja sowieso, aber nicht überholt, glaube ich. Es geht los. Oh. Gleichstand. Oh. Er sieht gleich. Handstand? Ja, ist gleich. Okay. Gleichstand. Ja, okay. Okay, jetzt habt ihr euch verglichen, ja? Ja, ja. Gut. Gefahr im Pool. Der Spion, der sich in tiefer Nacht im Swimmingpool aufhält, ist mit allen Wassern gewaschen. Er kennt alle Tötungsarten und alle Waffen. Nichts ahnend sehen die junge Frau am Becken. Was? Steht die junge Frau am Beckenrand. Da ergreift der Spion die Frau und zerrt sie ins Wasser. Auf welche Weise bringt er sie zur Strecke? Das klingt nach dem Film. Ich habe auch einen, aber das Wort Spion macht mir wieder zu schaffen, in dem Fall. Ja, passt auch da. Ist der Spion allgemein, also ist er ein Killer? Ja. Er kennt alle Tötungsarten und alle Waffen. Der Spion hat die Frau nicht direkt umgebracht. Also nicht er hat sie getötet, also abgestochen, erwürgt oder genickt, oder sonstiges. Also nicht er hat sie getötet. Sie ist nicht durch den Killer gestorben. Nicht durch direkte Krafteinwirkung quasi. Ja. Ja. Sie ist am Inneren des Pools, also der Pool hat sie getötet. Nein. Aus dem Film, diese, der Killer. Nee, die Saugdinger. Ja, habe ich auch erst überlegt. Runtergezogen und so. Arm rein und angesaugt. Dann abgesoffen. Faculty, so in die Richtung dachte ich. Ich war erst bei, das ist auch hier übrigens aus Freitag der 13. Jason, an dem Crystal Lake, wo ich das... Mich irritiert, er kennt alle Waffen. Deswegen dachte ich ja, diese Absaugmaschine eines in diesem Swimmingpool, so, weil es musste selber... Aber wieso kennen die alle Waffen? Oder er oder nicht? Nee, er. Das ist vielleicht auch einfach nur ein bisschen zu verwirren halt, ne? Er ist halt ein erfahrener Killer, würde ich einfach daraus machen. Ja, aber wer kennt denn alle Waffen? Das ist, alle. Ja, da steht alle. Ja, da steht alle. Alle. Und alle Tötungsarten kennt er auch noch. Kennt er auch. Das ist verdammt viel. Das ist verdammt viel. Dude, really? Ja,
sie in den Pool gezerrt. Das ist cool. Mhm. Gut, der Pool hat sie aber so, also sie ist nicht so wie im Kopf, das hat man ja gerade, ne, im Kopf aufgeschlagen oder so. Nee, das habe ich nicht gefragt. So ein, ob der Pool sie getötet hat. Also der Pool so sie getötet hat. Also ob sie am Pool gestorben ist. Ja, das wäre sie ja dann auch, wenn sie mit dem Kopf auf die Kante geschlagen wäre und hätte es. Ja, aber unter Wasser tut es auch nicht so weh. Nein, aber wenn sie jetzt. Wenn auf ist, ist auf, egal wie. Wenn du vom Rand reingezogen wirst und den Kopf oben zurückgezogen wirst, Kante knallst, das ist ja auch der Pool. Ja, ja, ja. Der Pool war es also nicht. Der bösartige Pool ist der Pool kennt alle Tricks. Des Todes. Aber er hat sie auch nicht direkt. Also mit einer Waffe ja, oder Drossel? Das war das, was ich jetzt so als zweites gefragt habe. Das war also das wahrscheinlich nein, nicht. Ne? Ja. Okay. Ein Wort muss ich nachlesen. Mhm. Achtet auf die Wortwahl. Verdammt. Die stinkt. Die junge Frau Beckmann, okay. Daran habe ich auch gedacht, aber sie steht. Ja, okay, sie zu ertränken wäre ja viel zu einfach. Hat aber keiner gefragt. Ja, aber es ist das halt... ist der Sharktopus. Sharknado hat sie gekillt. Wer geht noch nachts in den Pool? Menschen, die abends gern baden, mein Gott. Nein, der Spion war ja schon. Der Spion war ja. Also tagsüber ist es ein bisschen nach Urlaub. Welcher Spion versteckt sich so lange im Pool? Hier sieht mich keiner, blub. Das ist ein Taucher. Ist. Mit so ja, eben. Seerosenblatt. Er geht ja auch ganz unauffällig. In den Pool, er flog halt auch. Taucher-Suit mit allem drum und dran. Erstmal so am Haus vorbei, in den Garten, so ganz unauffällig in den Pool. Blub. Und hängt dann da 5 Stunden. Ist der Spion bekleidet? Also trägt er immer das irgendwas, also sagen wir mal, ein Neoprenanzug, irgendwas, was ihm sonst irgendwas, Spion. Waffen und so haben, Körper gar nichts? Nein. Er ist also auch nur in der Badehose. Ein Badegänger. Okay. Er hätte ja sein können, dass es vielleicht... Sah es wie ein Unfall aus? Also was hat der Spion jetzt nicht? Nein. Er ist auch nur eine Badehose bekleidet. Er trägt keine Ausrüstung oder sonst was am Körper. Du bist schon wieder... Wieso ich? Was hast du gefragt? Ich glaube, man sah es wie ein Unfall aus, aber... Und die haben aber nein. Deswegen bist du auch dran. Okay, der Typ hat eine Badehose an. Ja, hat er. Guck ihn dir doch an. Was aber irgendwie seine Badehose. Ja, gut, er ist Lärmling. Er hat keine Ausrüstung, sonst er kann also sie nicht mit einer Waffe umgebracht haben. Er muss also seine Hände... Und ja, er hat, nee, ich hab er hat sie direkt, nicht direkt, hat er nicht direkt selber umgebracht. Ich hab gefragt, so Kraft durch andere, aber auch kein Unfall. Also er zerrt sie rein und dadurch stirbt sie nicht, weil sonst hätte er sie ja umgebracht. Aber es ist nicht passiert, sie schlägt nicht am Pool auf. Ja gut, nach der Logik, auch wenn er sie zum Beispiel unter Wasser hält, hat er sie ja auch umgebracht. Ja, das ist richtig, natürlich. Das nennt sich Ertränken. Sachen gibt's da. Ja. Das ist ein Pool. Ein Swimming. Kann ja auch groß sein. Ist nicht wichtig, weiß egal. Pool. Ändert nichts, kann ja auch riesig sein. Das ändert okay, zerrt sie ins Wasser. So Wasser ist auch ein Pool. Ja. Er schwimmt doch. Der Taucher versteckt sich im Wasser. im Pool, da ist kein Wasser drin. Ja, wieso? Mal von oben rein. Trotzdem in Badehose. Ja, das ist Stil. Puh, ja. Also warum ist ein Spion, das verstehe ich nicht, aber... Ja genau, das mit dem Spion haben wir auch. Kann die Frau schwimmen? Ja, und mit den allen Wassern gewaschen. Das ist auch meine nächste Frage gewesen. Frau kann schwimmen. Und da sie steht, liegt sie nicht im Rollstuhl. Liegt. Liegt sie nicht? Nein, sie liegt nicht. Die Frage ist auch die Temperatur. Ja, aber wenn der er schon drin ist. Ja, ich frag nur, weil würde das ich kann auch also kein Schock sein. Das kann also nicht so kalt sein. Ja, wieso kann es gar nicht? Das wäre doch fast der Neoprenanzug trägt irgendwie. Ja. Ist er ertrunken, wissen wir ja noch nicht. Ja, ja, aber das sollte man. Aber ist sie überhaupt tot? Der ist da? Setzt sie ins Wasser? Ja, doch, zur Strecke gebracht. Ja, ja Moment, aber zur Strecke heißt es vielleicht zur Laufstrecke ist, vielleicht. Nein. Ist sie überhaupt aber danach tot? Nein. Ja, aber es geht ja auch um Spion. Ich hätte jetzt, wäre jetzt auch ganz normal im Schwimmbad oder so, Wettschwimmen,
fängt ja auch im Wasser an, manchmal, also nicht vom. Mhm. Aber das Wort Spion und ich habe sogar gefragt, ist ein ausgebildeter Killer, habe ich glaube ich am Anfang gefragt. Ist er. Ja, ist er ja auch. Er bringt sie zu. Alle Tötungsarten, alle, Junge. Alle Tötungsarten. Wie viele das ist? Wirklich jede einzelne auf der ganzen verdammten Weite. So, Shaolin-Mönch ist mit euch. Also, ich kenne noch mehr. Also nicht tot. Sie ist nicht gestorben, aber er bringt sie zur Strecke. Zur Rennstrecke. Zur, wie nennt man das in einem Schwimmer? Nimmt es die Strecke? Strecke. Sind damit die Strecken im Pool gemeint? Nein. Schwimmbahn. Meinst du, der Killer hat einen Nebenjob als Bademeister? Ja, vielleicht ist er. Vielleicht ist der Killer ein Wettbewerbskontrahent von ihr gewesen, der auf einem offiziellen Turnier gegen sie mal verloren hat. Die bringt sie zur falschen Strecke, um sie zu retten. Hier findet das Rennen. Versuchen wir mal was ganz einfach. Hat er sie unter Wasser gehalten, bis sie bewusstlos wurde? Nein. Die ist auch nicht. Sie ist noch nicht mal tot. Und sie dann bewusstlos ist ja auch nicht tot. Um sie dann, nachdem sie bewusstlos war, zur richtigen Strecke zu bringen. Oh Gott, das ist ein Lösung, jetzt ganz schön, wow. Ja, also ein Spion, aber sie ist nicht tot. Ja, aber es ist ein Spion. Der hat einen Spion. Der kennt alle Tötungsarten. Alle! Junge, der kann Mikado im Dunkeln. Auf welche Weise bringt er sie zu Strecke? Der gewinnt immer bei Jenga. Den Monster. Hatte der Spion der was mit der. Der zieht ins Wasser und schleppt ihr ins Bett. Ja. Eine Affäre. Jetzt habe ich auch noch eine andere Idee. Ja, ist ja. Mit zur Strecke mein sie flachlegen gemeint? So in der Art, ja. Aber wer ist er? Wer ist das möchte ich bitte noch wissen. Ach, wer er ist. Ja. Das ist vielleicht noch gefragt, ob die Frau ist. Ist das wieder James Bond? Ja. Ah, ja, okay. Und weiter? Ja, James Bond hat die einfach dann. Natürlich, halt mit einem Kuss. Und denn der Spion ist James Bond und er ist wieder einmal in einem so hübsches Bond-Girl verliebt. Ist natürlich auch die so Strecke. Auf einer Party zieht er sie liebevoll natürlich ins Wasser. Das war eine scheiß Übersetzung. Ja, die Frage war schon wahrscheinlich gemeint. Wahrscheinlich ist es irgendwie, how did he lay her oder so, ne? Wie hat er die. Die Chips. Ja, so, wer hat den längsten jetzt? Also Sharktopus fände ich immer noch besser als Gleichstand. Aber Grants hat schon mal geraten, das heißt, er muss also schon mal mindestens meine. Zwei bekommen. Was? Ich habe mindestens zwei bekommen, er hat es erraten. Yes. Dann, okay. Ist gerade einer runter? Nee. Unglaublich. Hat der irgendwas sinnvolles gemacht? Die anderen haben doch gar nichts. Was? Ich habe den entscheidenden Hinweis nachher gegeben. Was? Dass sie nicht tot ist. Stimmt. Nee, das war ja das war eine schlecht gestellte Frage, die verlangt wurde. Wir dürfen dir nicht so stellen, dass die... Ja, aber du hast ja was anderes gewollt und hast die Antwort unfreiwillig gekriegt. Okay, er hat nicht aufgepasst. Warte, ich habe nicht aufgepasst. Du hast mal gefragt, ob sie irgendwie Fußmal wurde. Hallo? Ja, das war schon. Ja, das ist aber richtig die Frage. Und das noch ist einmal. Die letzte Story hier. Mhm. The last story. Die clevere Flucht. Der verfolgte Mann flüchtet auf einem Fahrrad. Aber er hat keine Chance, denn das Fahrrad zerbricht in zwei Teile. Doch da hat der Mann eine clevere Idee und hängt die Verfolger doch noch ab. Was tut er? Er hat es einfach als Einrad benutzt. Ja. Na, du bist jetzt dran. Du kannst ja lösen, wenn du willst. Bricht das in zwei. Was tut er? Er geht zu Fuß. Ja. Das Fahrrad rollt noch in eine Richtung und er haut in die andere ab. Hat er einen Teil des Fahrrads weiter benutzt? Ja. Jetzt ist es. Ich will lösen. Ist er quasi damit wie ein Einrad weitergefahren? Herzlichen Glückwunsch. Der Mann verwendet das. Hätte ich das mal einfach die Hand gelöst? Das ist unfair. Ein Teil des verbrochenen Fahrrads als Einrad. So kann er die Flucht fortsetzen. Oh. Wie soll das denn gehen? Aus welchem Film ist das denn? Die Marx Brothers sind Meister der Situationskomik. In ihrem filmischen Spätwerk Die Marx Brothers im Kaufhaus flüchten die drei Brüder mit Fahrrad und Rollschuhen. Der Film ist 1941 gedreht worden. Kennst du den aber nicht? Autoplay. Ich habe die Premiere damals nachts gesehen. War ein Blockbuster. Kann ich auch noch einkriegen? So, jetzt haben wir Gleichstand, Grant. Kann ich auch noch einkriegen, damit wer dem es nicht gewinnt? Ja. Da, du kannst entscheiden, wer gewinnt. Ja, ich will aber wissen, wer verliert. Ja. Oder er lässt es auf den Gleichstand hinauslaufen, kann er auch. Also bis auf dieses Punkteverteilungssystem mag ich das sogar. Zwei. Ja, wir müssen mal unsere eigene Regeln überlegen. Also dieses Captain Willkür finde ich echt kacke. Ja, vor allem, weil da brauchst du halt auch einfach eigentlich dich gar nicht anstrengen, genau. Wenn es eh egal ist am Ende. So. Ja,
Nein. Gleichstand. Komm schon. Was? Jetzt haben wir wieder Gleichstand. Oh. Unentschieden. Du bist ein Arsch. Oh Mann, oh Mann. Du hast mir auch nie was gegeben. Hallo? Denk an Magic zurück, das ist alles versaut. Alter, wenn wir mal spielübergreifend hier. Ja, ja, ja. Wenn es danach geht, ich kein von euch. Ich finde das hier ganz cool, weil es eigentlich ein bisschen einfacher ist. So, man ja, kann schneller so draufkommen. Also, das ist echt zu einfach. So, aber wir müssen uns da vielleicht was anderes wegen den Punkten einfach überlegen. Müssen wir überlegen, aber an sich ist das eine coole Sache. Mhm. Ich habe verloren, offiziell. Nur das mit dem Drehrad hat jetzt am Ende irgendwie nicht so gut funktioniert. Ne? Wieso? Gedreht hat sich ja immer gut. Ja. Das hat super gedreht. Ja, wenn du auch wie ein Mädchen drehst. Aber man kommt nicht aufs Zeichnen. Das hält auch immer links oder rechts in der Position meistens. Stimmt. Ist nicht so ganz stimmt, wir haben gar nicht das gezinkt. Ja. Ja. Das dann vielleicht beim nächsten Mal, genauso wie Pantomime. Ja. Ich glaube, ihr habt schon eh gezählt, ihr habt Gleichstand. Gleichstand. Das heißt, wir teilen uns den Sieg. Ja, und da das nicht geht, hat einfach niemand gewonnen heute. Es ging unentschieden aus. Ja, wir haben alle gewonnen. Schaut mal dann vorbei, links in der Videobeschreibung. Denkt dran, T-Shirts sind 30% reduziert. Ihr wisst ja Bescheid, auf hamster.de gibt es auch Energy Drinks. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Was wir noch spielen, verraten wir noch nicht. www.youtube.com. Bis zum Wiederwolf. Tschüss. Sigurd Kraft.